Es ist unglaublich, wie schnell ein Haus zu einem Zuhause werden kann. Ich liebe dieses Haus und ich liebe es, hier mit meinen Kindern leben zu können. Daisy, Ivy und Violet sind das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich habe auch endlich das Gefühl, meinen Platz hier in Hanford und Bagley gefunden zu haben. Wobei, vielleicht liegt meine positive Stimmung ja auch an einer ganz bestimmten Person. Um ehrlich zu sein, ich würde gerne jede freie Minute mit ihm verbringen. Und heute ist immerhin Liebestag. Vielleicht traue ich es mich heute, ihm zu sagen, was ich für ihn empfinde. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 8. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part hatten wir ja eine kleine Familienfeier, also Gabriel und Haru sind vorbeigekommen und wir hatten endlich die Gelegenheit, dass wir uns mit Gabriel aussprechen können. Und ja, jetzt würde ich eigentlich sagen, alles ist gut. Also Emma und Gabriel sind eben nur noch Freunde und sie sind beide zufrieden damit. Im Großen und Ganzen war es ein sehr erfolgreicher Part, auch wenn es in meiner Wohnung gefühlt 700 Grad hatte und ich bei der Aufnahme definitiv nicht klar denken konnte. Aber ich denke, es war in Ordnung. Und ja, jetzt ist es ein wenig kühler und deshalb denke ich, dieser Part wird für uns alle wieder angenehmer werden. Übrigens habe ich eine gute Nachricht für euch. Also ich hoffe zumindest, dass es für die meisten von euch eine gute Nachricht ist. Und zwar kommen ab jetzt nämlich zweimal die Woche Videos dieses Let's Plays, also voraussichtlich eben jeden Montag und jeden Donnerstag. Dafür wird die Siren Challenge ein wenig pausieren. Und das liegt ganz einfach daran, dass das Highschool Pack ja bald erscheint und deshalb müssen unsere Drillinge so schnell wie möglich zu Teenagern werden. Deshalb hätte ich auch gesagt, wir reden gar nicht mehr weiter herum und starten direkt in diesen Part rein. Wobei, eine Sache noch schnell für all jene, die die Siren Challenge vermissen werden. Schaut am besten auf Twitch vorbei. Dort spielen wir nämlich jeden Samstag an der Challenge weiter und dann könnt ihr auch live dabei sein und eben die Geschichte mitentwickeln. Aber gut, jetzt starten wir wirklich rein. Und hier sind wir nun bei der Familie Potter. Emma fühlt sich tatsächlich gerade ein wenig angespannt. Und zwar, weil Violet geweint hat, also wegen weinendes Kleinkind. Und weil sie stinkt. Und aus irgendeinem Grund badet sie Violet auch nicht. Ich versuche das Ganze einfach nochmal. Sie ist schmutzig und fühlt sich deshalb traurig. Aber aus irgendeinem Grund wollte sie ja auch nicht gebadet werden. Was ist nur mit diesen Kindern los? Ansonsten geht es allen ganz gut. Okay, Daisy schaut Emma zu. Wo ist Daisy? Okay, Daisy möchte ihrer Mutter zusehen. Dann haben wir Ivy. Oh, die hat sehr, sehr viel Hunger. Dann wird sie jetzt schnell etwas essen. Und zwar ist jetzt einfach ein Tortenstück. Davon wird es ihr wahrscheinlich dann wieder schlecht gehen. Aber egal. Es ist 1 Uhr früh und unsere Tochter isst ein Tortenstück. Ivy, ja perfekt. Sie hat sogar im richtigen Bett geschlafen. Dann kannst du weiter schlafen. Es ist immerhin 2:30 Uhr früh. Ja, Ivy, du sollst doch essen. Nein, nicht schlafen. Essen. Wieso machen Sims eigentlich nie das, was ich von ihnen will? Ja, das kann sie nicht. Ja, kannst du dann das essen? Nein, okay. Gut, dann müssen wir das wohl zuerst am Boden platzieren. Okay, sehr gut. Ivy hat jetzt was zu essen. Dann haben wir noch Violet. Sie ist auch ziemlich müde. Dann kann sie gleich mal schlafen gehen. Und Daisy kann auch gleich ins Bett gehen. Auch Emma muss noch eine Kleinigkeit essen. Sie hat jetzt nämlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, Sachen einzumachen, dass wir morgen in der Früh gleich zum Markt schauen, um unsere Dinge zu verkaufen. Einfach, dass wir wieder mehr Geld verdienen. Und dann möchte ich unserer kleinen Elfriede auch einen... Heißt sie Elfriede? Ja, sie heißt Elfriede. Unserer kleinen Elfriede einen Freund kaufen. Also einfach einen Hahn. Und dann wird es hoffentlich bald auch Küken geben. Okay, die Reste waren nicht sonderlich ausreichend. Essen wir nochmal Reste. Ivy, was ist los mit dir? Nein, nicht herumlaufen. Haben wir noch etwas, das Ivy essen könnte? Gut, dann isst du noch dieses Stück Schokotorte. Und dann gehst du aber ins Bett. Und Emma muss sich eben etwas kochen. Am besten kochen wir gleich etwas, das wir morgen als Frühstück verwenden können. Viel Auswahl haben wir tatsächlich nicht. Dann machen wir einfach Gemüseteigtaschen und zwar eine größere Familiengröße. Und dann können wir das morgen gleich frühstücken. Hier können wir dann wieder etwas weiterentwickeln. Wir können nämlich tatsächlich schon jede Menge Pflanzen weiterentwickeln. Was super ist, weil dadurch wird unser Gemüse und unsere Pflanzen mehr wert. Und auch hier den Birnenbaum können wir weiterentwickeln. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Ja, wie geht es eigentlich, Elfriede?
Okay, Elfriede geht es sehr, sehr gut. Die heißt nicht Elfriede. Die heißt Hildegard, oder? Ich glaube, sie heißt Hildegard. Egal, das schauen wir uns morgen früh an. Nun haben wir 7 Uhr früh. Violet ist gerade aufgestanden und auch alle anderen werden bald aufstehen. Und wie ihr seht, heute ist Liebestag. Das heißt, den heutigen Tag werden wir mit Raoul verbringen. Aber vorher werden wir noch zum Markt gehen, um unsere Sachen zu verkaufen. Und wie gesagt, vorher möchte ich auch noch einen Hahn kaufen. Aber gut, Emma, dann kannst auch du aufstehen. Dann kannst du einmal baden gehen und dann machen wir uns auf zum Markt. Violet geht es gar nicht gut. Oh nein. Dann werden wir noch schnell die Gemüsetaschen von gestern aus dem Kühlschrank holen. Und dann kann sie sich hier ein Gericht nehmen. Ich hoffe, sie kommt da rauf. Schaffst du das, Violet? Ja, sehr gut. Aber den anderen geht es noch gut. Oh nein, sie haben alle so viel Hunger. Okay. Dann nimmst auch du ein Gericht. Und auch Ivy kann eigentlich dann bald schon mal aufstehen und etwas essen. Okay, aber dann werden jetzt alle frühstücken. Emma hat fertig gebadet und nun machen wir uns auf den Weg zum Markt. Wie immer reisen wir dafür zum Hanford Restaurant. Diesmal allein. Aber wer weiß, vielleicht treffen wir Raoul ja sogar schon hier. Übrigens wollte ich eigentlich mit ihm ein Picknick machen. Aber da es die ganze Zeit regnet, wird das leider nicht möglich sein. Dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Das ist übrigens wirklich schräg. Es hat noch nie geregnet in diesem Let's Play, glaube ich zumindest. Und genau heute, wo ich ein Picknick machen wollte, regnet es. Hier haben wir einen Werwolf. Wer bist du? Christopher Volkov. Aha. Wen haben wir sonst noch da? Jetzt nicht unbedingt jemand Besonderen. Aber ich unterhalte mich mal mit ihm, weil er sieht eigentlich ganz sympathisch aus. Der Werwolf nervt mich irgendwie. Gut, dann werden wir ihn einfach mal kennenlernen. Und dann können wir ihm ja ein Kompliment zu seinem Outfit machen. Und wir haben auch eine Stimmung von ihm. Okay, also Markus findet, dass Emma spaßig ist. Und Emma findet, dass Markus ein interessanter Sim ist. Okay, er ist verheiratet. Verkaufen wir jetzt einfach mal unsere Sachen bei Kim. Eigentlich haben wir heute ohnehin Stress, damit sich das alles ausgeht. Und wie immer werden wir zuerst handeln und dann werden wir die Objekte verkaufen. Emma hat folgende Merkmale von Markus kennengelernt. Er ist sprunghaft. Ja, vielleicht hält seine Ehe dann eh nicht so lang. Und wir haben schon wieder nicht erfolgreich gehandelt. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jemals schaffen werden. Aber gut, dann verkaufen wir dreimal die Blaubeermarmelade. Sechsmal eingemachte Pilze. Und ich glaube, dann verkaufen wir jetzt auch einfach mal die Schokobären, weil ich glaube, wir haben noch 8 oder so im Kühlschrank und das sollte reichen. Und wir bekommen 300 Simoleons. Ich würde sagen, das ist okay. Beim nächsten Mal haben wir dann sicher wieder Blumen dabei und dann wird das auch besser. Aber gut, dann gehen wir gleich mal nach Hause. Ich habe übrigens vorhin in Emmas Inventar einen Gutschein für eine Lebensmittellieferung entdeckt. Dann hätte ich gesagt, bestellen wir einfach mal gleich. Und wer weiß, vielleicht kommt Raoul ja schon jetzt vorbei. Wenn nicht, dann müssen wir ihn eben später irgendwohin einladen. Wobei ich, wie gesagt, absolut nicht weiß, was sie machen sollen, wenn es schieres Wetter hat. Jetzt backen schon zwei Füchse hier. Ignaz und Valentin. Was macht ihr hier? Ich werde sie ganz schnell mal resetten. Aber irgendwie backen sie eh die ganze Zeit. Okay, egal. Auf jeden Fall, das ist dieser Coupon. Coupon für die Lebensmittelrückerstattung der Lieferkosten einer Lebensmittellieferung. Berechtigt den Inhaber zu einer einmaligen Rückerstattung der Lieferkosten. Bitte händige dem Lieferanten den Coupon nach der Belieferung aus, um eine Rückerstattung der Lieferkosten zu erhalten. Nicht übertragbar. Es gibt Lieferkosten? Ich dachte, das Essen ist gratis, aber okay. Dann bestellen wir trotzdem mal etwas, weil ich möchte ja ein paar Sachen backen, wenn wir dann auf das Date gehen. Bestellung aufgeben. Hier ist es. Und zwar eine Lebensmittellieferung. Ah, 20 Simoleons. Es stand eh hier. Okay, gut. Was brauchen wir? Eigentlich brauchen wir gar nichts so wirklich. Ich kaufe mal eine Flasche Milch. Dann kaufen wir einfach mal 5 mal Zucker. Und dann kaufe ich auch noch 3 mal Mehl, weil das können wir für die Zukunft sicher gut brauchen. Und das Ganze kostet dann 124 Simoleons. Okay. Das ist in Ordnung. Vielen Dank für deinen Anruf beim Grünfutterstand. Wir stellen deine Bestellung zusammen und schicken einen Lieferanten zu deiner Adresse. Sehr gut. Wie geht es eigentlich den Kids? Daisy müsste gebadet werden. Das machen wir dann gleich mal. Ivy und Violet geht es sehr gut. Die können sich also selbst beschäftigen. Und dann kümmern wir uns einmal um unsere Henne. Und zwar werden wir alle Eier einsammeln und werden Futter in der Nähe verstreuen. Und dann werde ich auch gleich einen neuen Hahn kaufen. Wir haben bisher ja eine schwarze Henne. Dann kaufen wir einfach einen weißen Hahn. 300 Simoleons, das ist in Ordnung. Und hoffentlich gibt es dann ganz bald ganz, ganz viele Küken. Und der Lebensmittellieferant ist da. Es ist schon wieder Chadriff.
Raoul kommt einfach nie zu uns. Aber gut, dann werden wir gleich die Lieferung annehmen. Oh, Emma hat 5 Eier gesammelt. Okay, das ist tatsächlich nicht schlecht. Geben wir dann gleich in den Kühlschrank. Okay, die Lieferung steht jetzt auf unserem Tisch und jetzt können wir den Gutschein einlösen. In der Zwischenzeit werde ich mal wieder für sie sauber machen. Sie ist tatsächlich nicht die Beste im Ordnung halten. Aber vielleicht wird das ja besser, wenn die Kinder dann groß sind. Ich glaube, die werden ihr auf jeden Fall helfen. Oh, jetzt haben wir 50 Simoleons bekommen. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Aber dann kann er eigentlich auch schon wieder gehen. Länger muss er jetzt wirklich nicht bei uns bleiben. Wir können ihm nicht sagen, dass er gehen soll. Ja gut, dann bleib einfach hier stehen. Dann werden wir die Liefertüte auspacken. Das Wetter ist jetzt zum Glück ein wenig schöner geworden. Das heißt, wir können mit Raoul doch picknicken gehen. Deshalb werde ich jetzt einfach dafür etwas backen. Dann backen wir am besten ein paar Brotstangen. Ich glaube, das ist ganz nett. Können wir sonst noch etwas einmachen? Wir können jetzt Mayonnaise, englische Creme, Schokoladensirup, eingemachter Kopfsalat und eingemachter Kürbis machen. Das ist sehr, sehr gut. Dann machen wir dazu einfach Schokoladensirup. Wer weiß, vielleicht schmecken die Brotstangen ja gut mit Schokoladensirup. Irgendwie stelle ich mir das lecker vor. Genau, was ich fast vergessen hätte. Unser Hahn hat ja noch keinen Namen. Weißer Hahn einen Namen geben. Dotti. Nein, also das gefällt mir absolut nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie auch absolut keine Idee für einen guten Namen. Da solltet ihr mir am besten wieder helfen. Also schreibt mir sehr gerne Namensvorschläge für unseren Hahn in die Kommentare. Und vergesst nicht, es sollten möglichst deutsche und altmodische Namen sein. Also eben wie Hildegard, nur eben männlich. Okay, und in der Zwischenzeit heißt er eben Dotti. Kein sonderlich cooler Name, also bitte überlegt euch etwas, damit ich ihn umbenennen kann. Und nun sind die Vorbereitungen für das Date abgeschlossen. Also hier haben wir unseren Picknickkorb. Darin befinden sich nun eben die Brotstangen und auch das Schokoladensirup. Und außerdem ist Scarlett bereits bei uns, dass sie sich eben um die Kinder kümmern kann. Auch das Wetter wurde wieder etwas besser. Deshalb platziere ich den Picknickkorb jetzt gleich mal in Emmas Inventar. Und dann werden wir uns mit Raoul treffen. Und zwar hätte ich gesagt, wir treffen uns mit ihm im Nationalpark. Ich finde, das ist einfach eines der schönsten Grundstücke und es eignet sich perfekt für ein Picknick. Also, hier haben wir ihn, Raoul Chopra. Warum könnten wir Gabriel nicht auswählen? Ist Gabriel dort? Das wäre creepy. Aber okay, wir wählen Raoul aus und gehen jetzt auf unser erstes Date mit Raoul. Ich bin schon sehr gespannt, was passieren wird. Und hier haben wir jetzt unseren lieben Raoul. Wir werden jetzt gleich mal ihm ein Kompliment über sein Outfit machen und einfach sagen, wie toll er schon wieder aussieht. Dann werden wir den Moment genießen. Dann werden wir ihn einfach mal kennenlernen. Lustig sein werde ich mit ihm übrigens nicht mehr. Irgendjemand in den Kommentaren hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass immer, wenn ich versucht habe, lustig zu sein, dann war er genervt von uns. Das heißt, wir werden nicht mehr lustig sein. Raoul ist unberechenbar. Okay, so hätte ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht eingeschätzt. Aber gut, dann werden wir ihm eine fesselnde Geschichte erzählen und einfach von der Familienfeier vom letzten Mal erzählen und betonen, dass es mit Gabriel jetzt endgültig aus ist. Und dann hätte ich gesagt, wir könnten auch schon mal versuchen, mit ihm zu flirten. Und ich bin wieder da. Ihr fragt euch vielleicht, wo ich war. Wie ihr seht, ich habe mich umgezogen, denn ich habe es tatsächlich geschafft, mein ganzes T-Shirt mit Wasser voll zu schütten. Und ja, jetzt musste ich mich umziehen. Aber auf jeden Fall, ich bin wieder da und wir sind noch immer auf unserem Date. Und jetzt wird Emma gleich mal mit Raoul flirten. Zwar werden wir einmal mit ihm flirten. Schauen wir, ob es funktioniert. Okay, er scheint sehr positiv darauf zu reagieren. Dann geben wir ihm eine Rose. Und dann könnten wir ihm eigentlich ein Liebestaggeschenk geben. Ja gut, geben wir ihm einfach einen Schokoladensirup. Vielleicht freut er sich darüber. Dann haben wir zumindest die beiden Dinge schon erfunden. Und dann möchte sie noch zu einer Verabredung gehen. Aber gut, eigentlich reicht das auch so. Und irgendwie sind sie in Wirklichkeit bei einer Verabredung. Dann werden wir ihm den Tag verschönern. Und dann können wir uns eigentlich gleich mal auf diese Bank setzen. Hier hinten ist sie. Und dann können wir etwas von unserem Picknickkorb essen. Schließlich möchte ich ihn nicht umsonst mitgebracht haben. Und zwar werden wir das Picknick ausbreiten. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert. Oh, ist das süß. Und dann können sie ja zusammen ein Gericht nehmen. Das Schokoladensirup wird vermutlich eher zur Zierde dastehen, weil ich glaube, die Brotstangen sind auch ohne Sirup lecker genug. Ist das süß? Unser erstes Date mit Raoul. Okay, was könnten wir noch machen? Wir könnten einmal vom Kochen schwärmen.
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er kocht auch gerne. Okay, nein, er kocht nicht gerne. Das wusste ich, glaube ich, schon. Dann werden wir ihm nochmal eine fesselnde Geschichte erzählen. Über den bewölkten Himmel sprechen, weil man redet doch immer bei Dates über das Wetter, oder? Auf jeden Fall scheinen sie das Essen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Und sie verstehen sich auch wirklich gut. Sie haben auch noch eine Stimmung miteinander bekommen. Picknickbindung. Emma hat ein schönes Picknick mit Raoul genossen. Gutes Essen in der Natur kann die Freundschaft fördern. Oh, ist das süß. Okay, Raoul findet Emma noch immer nervig. Aber das ist eben nur der erste Eindruck. Also ich glaube, der sollte bald weg sein. Hoffentlich zumindest. Oder er findet sie dann noch nerviger. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann können die beiden ja gemeinsam in die Wolken schauen. Das stelle ich mir sehr, sehr süß vor. Und jetzt legen sich die beiden hier zusammen hin. Oh, es ist so süß. Können sie nebenbei etwas anderes machen? Nein, oder? Ich probiere einfach mal. Okay, nein. Aber es ist so lieb. Die beiden sind schon wirklich, wirklich süß zusammen, finde ich. Oh nein, es beginnt zu regnen. Dann sollten wir wohl woanders hingehen. Ich werde den Picknickkorb einmal einpacken. Und dann reisen wir jetzt einfach mal woanders hin. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe, wo wir hin könnten. Irgendwie finde ich das Hanford-Restaurant nicht passend. Wo wohnt denn Raoul überhaupt? Wissen wir das schon? In der Familie Shaw wohnt nur mehr der Hund? Waren doch drei Sims, oder? Da ist irgendwas sehr eskaliert und ich würde sehr gerne wissen, was. Aber wo wohnt denn jetzt Raoul? Wow, das Rätsel wurde gelöst. Ich habe die Familie Shaw wiedergefunden. Und zwar wohnen sie tatsächlich mit Raoul und seiner Mutter hier in Del Sol Valley, im größten Promi-Haus überhaupt, aber okay. Anscheinend heißt das, PolitikerInnen verdienen in Sims gleich gut wie in Wirklichkeit. Ansonsten könnten sie sich dieses Haus wohl kaum leisten. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir schauen einfach mal hier vorbei und verlegen das Date ganz einfach nach Del Sol Valley. Damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, was machen die Shaws hier? Warum leben sie hier? Vielleicht ist Lavina jetzt ja mit Ted zusammen? Ich muss mir das irgendwie noch genauer ansehen. Hier haben wir Ted auch gleich. Ich frage ihn einfach mal, ob er Single ist. Er wird uns dann schon erzählen, ob er jetzt mit Lavina zusammen ist. Anscheinend kann ich ihn nur romantisch fragen, ob er Single ist. Und das möchte ich nicht, solange Raoul da ist. Aber okay, schauen wir uns das Haus einmal genauer an. Wow, wow, wow. Wirklich, hier wohnen Raoul und seine Mutter. Es passt einfach überhaupt nicht. Es ist viel zu fancy. Und außerdem, gibt es nur ein Schlafzimmer? Wieso ist dieses Haus so riesig und es gibt nur ein Schlafzimmer? Und Emma hat sich irgendwie gerade mit Lenny angefreundet und eine Stimmung mit ihm erhalten. Okay, habt ihr euch nicht gerade erst kennengelernt? Ja gut, stell dich halt einmal freundlich bei ihm vor. Weil sie hat schon ein Gefühl, ohne ihn zu kennen. Das finde ich ein wenig merkwürdig. Schauen wir mal, was das ist. Und zwar, sie empfinden einander als einfallsreich und Gefühle von Emma gegenüber Lenny zusammengewachsen durch gute Zeiten? Emma weiß es zu schätzen, dass sich Lenny Zeit für sie nimmt. Die gemeinsam verbrachte Zeit scheint sie näher zusammenzubringen. Naja, also ihr habt euch gerade vor 2 Sekunden kennengelernt, aber okay. Übrigens, ich habe mich gerade dazu entschieden, dass ich hier ein neues Haus platziere, weil ja, das geht so einfach nicht. Gut, schauen wir schnell in der Galerie vorbei. Okay, was haben wir hier? Irgendwie würde ich ihnen gern so ein Farmhaus geben, aber das passt halt überhaupt nicht nach Del Sol Valley. Was haben wir hier? Okay, nein, das sind zu viele Packs, die ich nicht habe. Hogwarts? Warum habe ich das noch nie gesehen? Es gibt ja einfach Hogwarts. Wow. Egal. Nochmal Hogwarts. Und nochmal Hogwarts. Und das Schloss von Schöne und das Biest. Ich verbringe wirklich zu wenig Zeit hier in der Galerie. Nach langer Überlegung habe ich mich jetzt dafür entschieden. Also es ist eine Farm und deshalb passt es ja auch gut zu Raoul und seiner Mutter. Und es passt jetzt zwar nicht ganz so gut nach Del Sol Valley, aber das ist mir jetzt egal. Ich werde das jetzt hier platzieren. Und ja, dann wohnen die eben hier in einer Farm mitten in Del Sol Valley. Ja, wir möchten es platzieren. Okay, und hier haben wir jetzt das Haus. Also ich finde, es sieht unglaublich süß aus. Wie gesagt, es passt jetzt zwar nicht super hierhin, aber es passt zumindest zu Raoul. Und das ist mir jetzt einfach mal wichtiger. Okay, wie viele Schlafzimmer gibt es? Wir haben hier eines, wir haben hier eines. Dann haben wir hier noch eines und hier und hier und hier. Also auf jeden Fall haben wir genug Schlafzimmer. Und ich würde sagen, was sieht am ehesten nach Raoul aus? Ich glaube tatsächlich, dass das da unten seines ist.
Aber gut, jetzt habe ich schon genug Zeit hier im Baumodus verschwendet. Dann gehen wir jetzt gleich zurück zu Raoul und Emma. Ich hätte gesagt, die beiden gehen gleich mal ins Zimmer von Raoul. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, sehr gut. Ich glaube, sie möchten sich jetzt nämlich nicht mit Raouls Familie abgeben, sondern möchten einfach ihre Ruhe haben. Okay, können wir die Tür vielleicht auch gleich abschließen? Okay, nein, das müsste Raoul machen. Schade, aber es wird uns schon niemand stören. Gut, dann werden wir nochmal mit ihm flirten. Dann werden wir ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Sie setzen sich direkt aufs Bett. Alles klar. Dann werden wir seinen Tag verschönern. Den ersten Kuss werden wir jetzt noch nicht erleben, aber bald. Keine Sorge, bald. Dann werden wir ihm einen Kuss hauchen. Und dann werden wir ihn noch ein wenig anmachen. Oh, die beiden sind so süß. Und er freut sich auch voll, dass sie da ist. Also ich bin voll glücklich, dass die sich wirklich so gut verstehen. Dann werden wir ihm süße Nichtigkeiten flüstern und ihn gnadenlos kitzeln. Oh, ist das süß. Okay, gut. Ich glaube, jetzt können sie sich dann aber schon bald küssen. Und zuerst werden wir aber gestehen, dass sie sich angezogen fühlt von ihm, weil ich möchte ja nicht, dass sie eine Abfuhr erhält. Okay, was sagt er dazu? Oh, es scheint ihn zu freuen und sie wünscht sich auch gleich, jemanden bitten, eine feste Beziehung einzugehen. Oh, können wir das irgendwie speichern? Wieso kann ich das nicht speichern? Okay, ich kann es anscheinend nicht speichern. Egal. Gut, dann werden wir ihn einmal kokett ärgern. Und dann werden wir, denke ich, den ersten Kuss mit ihm erleben. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es klappt alles so, wie Emma sich das vorstellt. Es sieht gut aus. Emma und Raoul hatten gerade ihren allerersten Kuss. Und sie scheinen beide sehr glücklich darüber zu sein. Dann werden wir ihm noch eine schlüpfrige Frage stellen. Wir werden aufreizend vor ihm posieren. Und dann werden wir ihn einfach gleich nochmal küssen. Dann können wir ihm ja nochmal ein Kompliment über sein Aussehen machen. Also man merkt, die beiden haben sich einfach unglaublich gern und sind total überfordert. Nein, Emma, du kannst jetzt nicht ins Klo gehen. Wir haben keine Zeit dafür. Und sind eben total überfordert mit ihren Gefühlen und mit ihren Hormonen. Und sie haben sich unglaublich gern. Und deshalb werde ich jetzt etwas machen. Ich hoffe, ihr findet es nicht ganz blöd. Und zwar werden die beiden jetzt in seinem Bett ein Techtelmechtel miteinander haben. Ihr dürft eben nicht vergessen, wir brauchen noch jede Menge Kinder. Und ja, wo geht ihr hin? Okay, sie möchten in einem anderen Bett Techtelmechteln. Vielleicht ist doch das Zimmer von Raoul. Also ich hoffe, es ist das Zimmer von Raoul und sie gehen jetzt nicht einfach in irgendein Zimmer. Das wäre irgendwie schräg. Ich hoffe, die beiden haben Spaß. Emma geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sie fühlt sich sehr kokett wegen erregendes Geplänkel, heiß und süß und dann noch aufs Flirten eingestellt. Und ja, geteilte Freude. Es wurde nicht verhütet. Oh, oh. Ob vielleicht etwas passiert ist? Also keine Ahnung. Vielleicht ist Emma ja tatsächlich schon schwanger. Gut. Aber die beiden verstehen sich ja auch so gut, also es war jetzt keine einmalige Sache. Das soll jetzt auf keinen Fall so eine einmalige Sache gewesen sein. Und deshalb wird sie ihm jetzt die ewige Liebe erklären, wird jetzt über seine Wange streicheln und zum Abschied werden sie sich jetzt noch küssen. Und dann muss Emma aber auch schon nach Hause. Immerhin haben wir drei kleine Kinder zu Hause und es ist schon kurz vor 12 Uhr. Und dann wird Emma sich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Und ich werde den Part an dieser Stelle dann jetzt auch beenden. Und das bedeutet, im nächsten Part werden wir gleich zu Beginn einen Schwangerschaftstest machen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, ob Emma jetzt schwanger ist oder nicht. Aber da wir alle wissen, dass Emma sehr, sehr fruchtbar ist, schreibt am besten schon einmal Namensvorschläge in die Kommentare. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!